Die NTB Studienstiftung will mit dem Modell am Campus Buchs die Bildung, Forschung, die Wirtschaft und die gesellschaftliche Entwicklung und damit auch in Zukunft investieren. Geschätzter Herr Regierungsrat Beat Tinne, geschätzter Herr Stadtpräsident Dr. Daniel Guth, geschätzte Gemeindepräsidenten, geschätzte Kantonsräte, geschätzte Gäste. Im Namen der NTB Studienstiftung darf ich Sie zur Präsentation der Wettbewerbsbeiträge begrüßen. Es freut mich, dass Sie trotz der Maskenpflicht und wie ich sehe, halten sich alle schön dran, daher gefunden haben. An dieser Stelle bitte ich Sie, auch die bekannten Vorsichts-, Abstand- und Hygienevorkehrungen zu treffen, insbesondere nachher auch, wenn Sie Projekte dann gehen, besichtigen. Jetzt darf ich das Wort bereits dem Richard Brande von der NTB Studienstiftung geben. Er stellt Ihnen die Organisation kurz vor und sagt Ihnen auch etwas zum Wettbewerb vom Modell. Kurze Orientierung für die, die nicht in der NTB Studienstiftung sind, was die NTB Studienstiftung macht und was sie ist. Es ist eine privat gegründete Stiftung vom Gründer vom NTB, vom Christian Beusch. 1964 ist sie gegründet worden. 10 bis 60 Stiftungsräte, aktuell sind wir mal 21 gewesen, seit heute sind wir jetzt gerade wieder 16, also die Zahl stimmt sogar. Es hat ein paar Leute, die von Amtes wegen dabei einsitz sind, das können Sie hier lesen. Es ist breit abgestützt von Wirtschaft und Politik. Der Stiftungszweck, der ist von Anfang an, 1964, ist der Bau und Betrieb von einem Studentenhaus für preisgünstige Beherbergung und Verpflegung von Schulangehörigen festgelegt worden. Und heute, am Tag von heute, ist ein Freudentag, also, dass wir nach 56 Jahren eigentlich den Stiftungszweck wieder zurückholen und mit dem Bau von einem Campusmodell hier in Buchs, auf dem Campus Buchs. Wie ist denn die Idee entstanden zu dem Modell Campus Buchs? Die Idee ist schon viel älter, aber im 2018 ist mir dann hinter die Idee gegangen und angegangen, was man machen will. Es geht darum, um den Bildungsstandort Buchs zu stärken, insbesondere auch die Fachhochschule Ost zu stärken mit dem Standort Buchs. Das ist uns von der Studienstiftung ein besonderes Anliegen, dass das Buchs als Standort der Fachhochschule Ost erhalten bleibt. Zweiter Punkt ist die Stärkung des Campusgedanken. Der Zusammenspiel zwischen der International School, BZB und NTB, sprich jetzt Ost, hier auf dem Platz Buchs. Und nichtsdestotrotz ist es auch darum gegangen, nach über 50 Jahren den Stiftungszweck zu erfüllen für das NTB, eben respektive für die Fachhochschule Ost. Was sind die Grundlagen dazu gewesen, wo wir angefangen haben zu arbeiten mit dem Projekt der Erarbeitung? Es gibt einen Masterplan von der Stadt Buchs, dort zwar noch Gemeinde Buchs aus dem Jahr 2010, wo das Ganze, was Sie hier lesen können, das tue ich nicht wiederholen, wo das Ganze bereits sagt, was da wichtig sein auf dem Platz. Und zwar das Wichtigste ist auch für das Campusmodell, die zukünftigen Talente können dem Ort in dieser Weise womöglich erhalten bleiben. Wir müssen attraktiver werden und attraktiv bleiben als Bildungsstandort. Sie sehen hier zwei Pläne, die sind von 2010 und die sind eigentlich identisch mit dem heutigen Situationsplan, wo auch der Wettbewerbsperimeter war, auf der rechten Seite. Sie sehen dort einfach den Platz und an dem Platz sollte heute halt, oder ist projektiert, ein Gebäude mit einem Platz, wo eben Leben stattfindet. Eben nicht nur ein leerer Platz, sondern ein Haus, wo Leben stattfindet. Linke Seite sehen Sie das Ganze, wie man dort mal definiert hat, mit dem ganzen Masterplan rund ums BZB und NTB. Das ist bereits 10 Jahre alt, wo man jetzt aktiv wieder angehen. Wieso heisst das Ding, ist aber auch noch gefragt worden, Modell und nicht Hotel oder eben Studentenwohnheim? Eben, wir wollen eben genau kein Studentenwohnheim. Wir wollen eine Unterkunft für studentisches Wohnen, wo aber auch Dozierende können drin wohnen, eben auch externe Fachleute. Wir wollen nicht ein klassisches Studentenwohnheim, sondern es muss Leben in das Haus kommen. Es sollte ein Aufenthaltsort sein innerhalb des Campus, wo Leben und Wohnen stattfindet. Schlussendlich ist der Begriff Motel am Campus gekommen, auch weil es wie bei einem Motel im klassischen her sind kurze Wege, eben nicht vom Auto ins Motel sind, sondern vom Arbeitsplatz oder vom Studienplatz zum Schlafen und zum sich aufhalten. Darum die Idee Motel am Campus. Wie sieht der Raumbedarf aus vom Motel Campus gemäß Projektwettbewerb?
Es gibt ein öffentliches Restaurant im Erdgeschoss mit rund 70 bis 90 Sitzplätzen, ein Mehrzwecksaal, wo sowohl von BZB wie NTB genutzt kann werden, oder eben Ost. Dann sind 4 Wohngruppen für eher studentisches Wohnen, auch 4 Zimmer in den Obergeschoss geplant. 10 Studios für externe Fachleute, die einen Tag können, die 2 Tage hier übernachten, vielleicht eine Woche oder einen Monat. Dann sind 10 Appartements für das Zentrum für Präzisionsindustrie Alperintal, der Fägerer, geplant, für externe Leute auch. Und 10 Appartements für Dozierende. Also ich sehe, es sind in verschiedenen Preisklassen auch, ist Wohnen möglich in diesem Modell. Zum Projektwettbewerb, wie ist der Stand der Dinge, wie ist er ausgeschrieben worden? Wir haben genau heute vor einem Jahr, am 16. Oktober 2019, haben wir das Wettbewerbsprojekt, das Wettbewerbsverfahren verabschiedet und das Programm in einer Baukommissionssitzung. Es war ein anonymer Wettbewerb gewesen, mit dem Einzug von der Trägerkantone von der Ost. Also es war nicht ein offener Wettbewerb gewesen in dem Sinn, es ist auf die Ostschweizer Kantone. Haben wir sich fokussiert, sind 25 Projekte eingegangen im März 2020. Modell hat man dann Corona-bedingt ein bisschen müssen schieben in Mai ein. Und die Jurierung hat man auch müssen ein bisschen verschieben, weil wir das physisch machen wollten. Und zwar ist das dann am 10. September der erste Rundgang gewesen und am 1. Oktober der zweite Rundgang. Und heute, wie schon gesagt, ab heute sind die Projekte öffentlich ausgestellt, wo man alles besichtigen kann, insbesondere auch Siegerprojekte. Bevor wir Ihnen das Wettbewerbsbeitrag präsentieren, darf ich 2 politische Vertreter zu mir führen, bitte. Sind das der St. Galler Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor der Beat Tinne und der Buchse Stadtpräsident der Daniel Gut. Daniel Gut, der Stadtrat Buchs, hat das Gebiet Hanfland, Fägerer, wie wir gehört haben, bereits vor 10 Jahren als Entwicklungsgebiet im Masterplan aufgenommen, mit der Präsentation vom Siegerprojekt heute Abend für das Modell am Campus Buchs. Gibt es nochmal neuen Schwung in die Entwicklung hinein? Ich gehe davon aus, dass für Sie heute ein grosser Freudentag ist. Nein, es macht wirklich Spass, weil in diesem Gebiet da hinten ist eigentlich in der letzten Zeit ein Freudentag oder andere Jagd. Also wir haben ja da hinten im Zentrum für Präzisionsindustrie Alperital das letzte Jahr den Spatenstich machen für die Firma Brusa, eine Hightech-Firma. Das ist der Kern eigentlich, damit der industrielle Teil, forschungsmässig Teil auch von diesem Gebiet kann geleitet werden. Wir haben auf der anderen Seite die International School, die auch bekannt gegeben hat, dass sie gerade da nebendran einen schönen, grossen Neubau machen wird. Das ist die einzige International School im Kanton, also es sieht dann noch ein bisschen etwas aus. Und jetzt quasi als Kristallisationskern für wirklich das Gebiet, jetzt nach 10 Jahren bald Planung, als Campusquartier zu gestalten. Jetzt kommt zusätzlich noch das Campusmodell und das macht natürlich wirklich echt grosse Freude. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg in der Zusammenarbeit, Forschung, Bildung vor allem natürlich, und zwar da, wo wir jetzt sind, auf Berufsschulniveau, bis nachher zu der Fachhochschule. Und wir haben nebenan die International School und die ganze Zusammenarbeit, die wir jetzt dank dem Campusmodell mit Restaurant, mit Aufenthaltsräumen für aussen, und es wird ja immer mediterraner bei uns, man ist also viel für aussen. Dort treffen sich jetzt die Leute, von dem Zentrum da hinten, vom industriellen Teil, Fachleute, die ja aus aller Welt dahin werden kommen, und Studierende, angehende Berufsleute. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache und ich glaube, im übergeordneten Sinn kommt es am Begriff Campus relativ näher. Was bringt denn das Buchs konkret, das Campus-Modell, nebst dem, als der Stadtpräsident einen Freudentag nach dem anderen hat? Ja, das ist auch wichtig für die Bevölkerung, wenn es mir gut geht. Nein, Spass beiseite. Es bringt natürlich Buchs auf der einen Seite etwas, dass wir wirklich einen wichtigen, bedeutenden Bildungsplatz da weiterhin können sein können. Das heisst, die Leute müssen nicht weit reisen, die Interesse haben an einer Ausbildung. Ich sage jetzt einmal an einer handfesten Ausbildung.
Die können hier in der Gegend können sie sich ausbilden, weiterbilden. Es bringt auch die Wirtschaft von Buchs und von der Region natürlich, ich würde meinen auch vom Land Liechtenstein, bringt es viel, wenn wir hier Top-Fachkräfte ausbilden können. Und den Bewohnerinnen und den Bewohnern von Buchs bringt es natürlich auch etwas. Ich meine, das ist mein Sonntagsspaziergang da hinten durch den Campus. Und ich glaube, mit dieser zusätzlichen Attraktivierung, mit dieser Neugestaltung von dem Gelände, mit dem zusätzlichen Restaurant, wo man auch eben im Sommer sicher auch am Abend kann draussen sitzen, noch längere Zeit, weil nämlich die Bevölkerung nicht belästigt wird von Lärm oder so. Es ist gut geplant. Das ist auch etwas, wo ich denke, das bringt der Bevölkerung wirklich einen Mehrwert. Also ein schön gestaltetes Quartier, wie wir es seit 10 Jahren vorhand und im Masterplan haben, mit einzelnen Sachen, die auch der Bevölkerung etwas bringen, wie eben das Restaurant zum Beispiel, mit Gartenwirtschaft. Also auch in Zukunft viel Freude, Dirk, für den Stadtpräsident und auch für die Buchser Bevölkerung. Herr Regierungsrat Beat Hinne, Buchs setzt auf Bildung, Forschung und damit auch auf Wirtschaft und Innovation. Ich gehe davon aus, dass da auch für Sie heute ein Freudentag ist, als Volkswirtschaftsdirektor und sozusagen als Werdenberger Vertreter in der Regierung. Ja, dem ist natürlich tatsächlich so. Und die Innovation ist aus Sicht von einem Volkswirtschaftsdirektor natürlich wirklich der bedeutende Treiber auch im Wirtschaftsleben. Und die Regierung setzt bewusst auch mit dem Stichwort Innovation auf eine Vorwärtsstrategie. Und da möchte ich doch ein Projekt erwähnen, das demnächst auch im Parlament beraten wird. Das ist der Innovationspark Ost. Und der Herzog Seca, da hat es ja Innovationspark und darum trifft sich ja das ganz gut. Innovationspark Ost ist ein Projekt, das natürlich vor allem im Kanton St. Gallen die Forschungsexzellenz, und da rede ich von der Uni, da rede ich vom Kantonsspital, man muss sich auch bewusst sein, Kanton St. Gallen mit dem Kantonsspital eigentlich eine der grösseren nicht-universitären Forschungsstätten im Kanton St. Gallen, und da kommt natürlich noch Tempe dazu. Und mit dieser Verknüpfung von Unternehmertum und gleichzeitig aber natürlich der Forschungsexzellenz sind wir überzeugt, dass wir da einen idealen Mix überkommen. Und der ideale Mix, spüre ich jetzt, da findet hier in dem Raum Buchs statt, in dem eben BZP, Fachhochschule, International School, aber natürlich auch zum Beispiel Research, und das ist ein weiteres Stichwort. Mit Research werden wir natürlich auch versuchen, eine enge Verbindung wiederum zum Projekt Innovationspark Ost herbeizuführen. Und ich glaube, so ein Campus ist eine ideale Voraussetzung, um den Austausch eben auch zu pflegen zwischen den verschiedensten Akteuren aus Bildung, Wirtschaft, aber auch Öffentlichkeit. Und so bin ich überzeugt, können wir auch vernünftige, gute Arbeitsplätze schaffen, indem wir zuerst eben auch gute Fachleute ausbilden, die dann nachher auch auf dem Markt gebraucht werden. Arbeitsplätze schaffen im Werdenberg und im Rinntal sind zahlreiche bekannte, namhafte und innovative Unternehmungen angesiedelt. Wenn man mit Unternehmen redet, hört man ja immer wieder, dass gerade der Fachkräftemangel das grösste Problem ist. Erleben Sie das auch so und haben Sie das Gefühl, dass man mit dem Campus dem entgegenwirken kann? Ja gut, vorerst ist sicher der Campus eine gute Voraussetzung und es ist unbestritten. Ich glaube, der Kampf um Talent, um Fachkräfte, die wird hier in Zukunft immer wieder ein Thema sein. Ich glaube, nebst dem Fachkräftemangel haben wir jetzt natürlich noch ein paar andere Herausforderungen zu meistern. Ich denke jetzt gerade an die Bewältigung von Corona, wo jetzt heute auch die Regierung wieder eine gewisse Verschärfung beschlossen hat. Aber immerhin stelle ich fest, dass ich mich hier auf dem Podium regelkonform verhalte, indem ich keine Masken als Redner muss tragen. Das war also gerade auch wichtig, dass ich das hier sagen durfte. Aber zurückkommen zur Fragestellung. Ich glaube, uns als Kanton muss es gelingen, dass wir eben das Bildungs- und Studienangebot attraktiv behalten, dass wir nachher eben die Berufsleute, die da in, ja, und später vielleicht auch als Studierende wieder in die Schule weiterführenden
Schulen gehen, dass wenn wir die da ausgebildet haben, dass die uns auch inskünftig erhalten bleiben. Und ich glaube, da trägt jetzt der Campus-Gedanke an dem Standort Buchs natürlich wirklich sehr stark die Vorstellungen, das Zusammenführen von Forschung, Industrie, zusammen mit Schaffen doch einen wesentlichen Bestandteil dazu bei. Und ich bin auch überzeugt, dass wir im Kanton St. Gallen mit den Bemühungen, die wir jetzt hier an den Tag legen, und nicht nur der Kanton St. Gallen, das ist mir auch wichtig, um das zum Ausdruck zu bringen. Ich bin natürlich immer sehr froh, wenn es innovative Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten gibt, aber zusammen mit übrigen Verantwortlichen aus Wirtschaft und Industrie und der Bildung eben so Ideen auf den Boden bringen und natürlich auch realisieren und nicht nur davon schwätzen. Das ist mir eigentlich am liebsten. Daniel, gut, eben erste Unternehmen haben Sie schon in die Fäger holen. Ich denke da an Brause Elektronik AG. Heute Abend sind wir ja im kleinen Kreis unter uns. Die Kamera können Sie jetzt einmal ausblenden. Gibt es da schon weitere Bestrebungen, innovative Betriebe, Unternehmungen in den Gebiet zu holen? Ja, die gibt es natürlich, weil das ist ja quasi ein grösseres Gebiet, die Fäger, wo das stattfindet, wo sich die Firma Brusa jetzt quasi als Kristallisationskern von dem Zentrum für Präzisionsindustrie Alperital niederlässt. Also konkret nehmen möchte ich jetzt da nicht sagen, weil das ist jetzt ein bisschen, zu heikel. Aber es ist die Idee, dass das jetzt eine zweite Etappe natürlich wirklich kann konkretisiert werden. Man ist in Diskussionen. Man ist aber mit einer jetzt. Wichtig war, dass die erste Firma wirklich eine grosse ist, wenn sie in wie sonst Ankermieter und so. Und jetzt ist man mit kleineren Firmen im Gespräch, schon seit längerer Zeit. Die haben jetzt im Gebäude Brusa keinen Platz gehabt. Die werden dann in einem zweiten Gebäude Platz finden. Aber, ich muss auch sagen, man darf jetzt auch nicht so optimistisch sein. Also das ergibt sich nicht einfach gratis. Und das ist etwas, was mit viel Glück und Zufall immer zu tun hat, dass man gerade irgendwie so Firmen eigentlich findet. Aber es vereinfacht es, wenn man einmal die Etappe 1 hat. Und wir hoffen natürlich auch, dass sich vielleicht auch die ein oder andere Forschungsinstitution könnte dort in der zweiten Etappe niederlassen, die teilweise heute ja auch beengende Platzverhältnisse haben, hier auf dem Platz. Nebst Glück und Zufall, was kann denn die Stadt Buchs konkret dazu beitragen, dass der Standort noch attraktiver wird und die Bedeutung vom Zentrum Präzisionsindustrie Alperintal weiter steigt? Ja, das sind relativ viele Faktoren, wo man immer dranbleiben muss, oder? Also ich meine, ein Richtplaneintrag ist einmal eins von einem strategischen Arbeitsplatzgebiet, aber ein strategisches Arbeitsplatzgebiet nachher weiterentwickeln, ich weiss nicht, Beatiner dazu dann auch noch etwas sagt, das ist natürlich dann eine Sache, wo auch noch ziemlich viel Knochenarbeit gibt, planerischer Art, aber man muss zum Beispiel auch gewisse ÖV-Qualitäten entwickeln oder Mindestqualitäten haben. Also dort sind wir ganz aktiv dran, dass wir jetzt eigentlich vom ÖV her das schaffen, dass wir relativ bald in der näheren Zukunft auch deutliche Verbesserungen im Vergleich zu heute herbringen. Und dann ist die ganze infrastrukturelle Gestaltung, also mit Strassenräumen, Strassenneuführungen und so weiter, ist natürlich auch eine Sache von der Stadt Buchs. Also dort möchten wir auch sehr gerne, dass unsere Bürgerschaft auch Ja sagt zu einem Beitrag, den wir uns eigentlich wünschen an der nächsten Bürgerversammlung, so sie durchgeführt werden kann, was ich sehr hoffe. Und das sind eigentlich so Bedingungen, oder? Wo wir können zu den Rahmenbedingungen beitragen, zum Äußeren, zu der Gestaltung auch vom äußeren Raum, sagen wir, damit das Quartier eine gewisse Sichtbarkeit überkommt, dass man merkt, hey, da gehen wir irgendwie in eine andere Welt rein. Es ist kein Wohnquartier, sondern es ist ein Quartier, wo Junge miteinander arbeiten, lernen, studieren und so weiter. Und dort können wir sicher grosse Beiträge leisten. Aber wir sind natürlich auch immer darauf angewiesen, dass sich andere mitbeteiligen. Und da bin ich auch dankbar, dass der Kanton St. Gallen da auch Beiträge in Aussicht gestellt hat in der ganzen Gestaltung eigentlich von denen, vom näheren Perimeter von dem Studentenmotel.
Herr Regierungsrat Bertin, ich glaube, unterschwellig haben Sie schon einen Punkt gehört, weil vielleicht auch Wünsche sind, weil als ÖV-Minister sind Sie ja gerade auch noch, oder? Also der ÖV-Anschluss würde noch bei Ihnen auf dem Tisch liegen. Was kann denn die Regierung, respektive der Kanton, unternehmen, um Randregionen, so wie das Werdenberg, etwa mal dargestellt, oder fühlen sich die Einwohner da auch, besser zu unterstützen? Ja, wenn ich so Randregionen höre, da juckt es mir jetzt gerade wieder ein bisschen. Und ich nehme auch als Vertreter jetzt da vom südlichen Kantonsteil in der Regierung, ich nehme es Werdenberg, so ein ganzer Land oder gut, das Rheintal. Ist das Zentrum, oder? Ja, gut, also ja, natürlich. Ich sage immer, in einer Stunde bin ich von Sargans in Zürich und in St. Gallen, ist Hans wie Heiri. Nein, mit dem möchte ich nur sagen, wir müssen doch endlich einmal aufhören, uns da selber bejammern. Ich habe auch schon Interviews gesagt mit Jammern und Betteln, können wir nicht weiter, sondern ich glaube, wir dürfen da in der Region, aber auch als Kanton, wir sind immerhin der fünftgrösste Kanton in der Schweiz, wir dürfen noch ein bisschen selbstbewusst auftreten. Und wenn ich jetzt da also in das Ding überschaue, in das Siegerprojekt, hat mich natürlich in der Berichterstattung oft besonders gefreut, es ist sogar ein Holzbau. Und das ist eigentlich auch Innovation. Und das sage ich, weil ich nicht nur ÖV-Minister bin. Der Wald auch noch reingehört. Der Wald gehört oder der Forst gehört natürlich auch in mein Departement. Und jetzt habe ich eine wunderbare Idee eigentlich gerade gewonnen für ein Referat, das ich demnächst in der nächsten Woche erhalte. Da tausche ich jetzt ein Foto vermutlich gerade gegen das Hochhaus oder gegen das Motel aus. Und ich finde, das ist doch etwas Schönes, dass man auch einmal die Stärken hervorheben. Und ich glaube, wenn wir von Stärken sprechen, ich schaue da natürlich auch einzelne Vertreter an. Ich glaube, wir müssen uns da auch in der Region zumindest so aufstellen, dass wir gerüstet sind für die künftige Entwicklung und auch wettbewerbsfähig bleiben. Weil eben, ich habe es gesagt, der Kampf um Talent, der wird zunehmen. Man muss sich da verändern. Und was wir als Kanton können machen, sind Rahmenbedingungen setzen, aber die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt sein, dass wir eben im nationalen, aber auch im internationalen Wettbewerb, sei das im Kampf um Studierende oder ums Akquirieren von Studierenden, sei das aber auch im Wettbewerb im unternehmerischen Bereich, eben können wettbewerbsfähig bleiben. Und ich glaube, da wird mit dieser Stoßrichtung und mit dem Gedanken, der mit dem Modell, mit dem Projekt damit verbunden sind, ganz ideale Voraussetzungen geschaffen. Natürlich, ich glaube, es ist nicht so lustig, wenn man dann im Modell hocken und eine Maske tragen muss. Also dann können wir vermutlich nicht so schlaue Ideen oder vielleicht weniger schlau, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass der Austausch unter den verschiedensten Akteuren, Studierenden, Forschungsleuten, Dozentinnen, Dozenten, aber auch der Wirtschaft, in dem unternehmerischen Umfeld, und da habe ich immer wieder gesagt, dass auch beim Innovationspark Kosten mal in der vorberatenden Kommission erwähnt, wir haben im Rheintal hervorragende Voraussetzungen, nutzen wir die, schaffen wir Führung, und dann, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Das Gebiet Fegeren, wir haben es gehört, ist ein strategisches Arbeitsplatzgebiet. Was für Unternehmen würden Sie sich denn als Volkswirtschaftsdirektor dort wünschen? Ja, vor allem wertschöpfungsintensive Unternehmungen, Unternehmungen, die attraktive Arbeitsplätze bieten. Ich glaube, Brausen ist erwähnt worden. Wenn es da weitere Unternehmungen in einem ähnlichen Cluster gibt, dann nachher bin ich natürlich sehr happy. Und ja, also ich glaube, da bin ich ganz zuversichtlich, dass das gelingt. Dani Gut hat ja vielleicht Zeit und Sander auch schon angesprochen. Und somit bringen wir das gut auf die Reihe. Ob denn da, das ist jetzt eine politische Äußerung, die strategischen Arbeitsplatzgebiete, ich glaube, da haben Dani und ich auch noch, also ich in meiner alten Welt, der ist immer noch, oder ist noch Stadtpräsident, wir haben uns mal mit einem so Pilotprojekt um die strategischen Arbeitsplatzreserven unterhalten mit dem Kanton. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist auch bei meinen Leuten, aber auch im Baudepartement durchaus angekommen, dass das, wie das ursprünglich aufgeleistet war, ist in der Planung, nicht wird funktionieren. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man vorwärts hebt und dass man eben die Cluster weiterentwickelt. Da haben wir eine hervorragende Ausgangslage. Zum Schluss möchte ich Ihnen, Daniel, gutes Wort noch geben, wenn Sie schon Gelegenheit haben und einen Regierungsrat zu Buchs haben. Was soll er mit auf St. Gallen nehmen? Was für Wünsche haben Sie?
Haben Sie einen Schreiber zum Aufschreiben? Ja, ich habe noch ein Blatt Papier. Jetzt könnte ich auch für sich natürlich ganz eine lange Liste aufzählen, aber das Letzte, was du, Beat, erwähnt hast, ist natürlich schon etwas ganz Wichtiges. Also die strategischen Arbeitsplatzgebiete, und dort sehe ich eben die Federführung nicht beim Baudepartement, sondern wirklich beim Volkswirtschaftsdepartement, bei der Standortförderung. Dort wünsche ich mir eigentlich, dass ihr wirklich den Lead übernehmen könnt. Und wir geben uns auch als Region und als Gemeinde grosse Mühe, um dort eigentlich ganz gute Bedingungen zu schaffen. Ich meine, man muss klar sehen, die Bux ist eines der zwei ganz grossen strategischen Arbeitsplatzgebiete reserviert. Im Raum Wiel eins und Bux eins. Und du hast vorher den nationalen Wettbewerb angesprochen. Also das sind bewusst zwei ganz grosse Gebiete ausgeschieden im Kanton St. Gallen, die eben sollen ermöglichen, dass auch der Kanton St. Gallen und nicht nur der Kanton Solothurn, wie das vor Jahren einmal passiert ist mit einer grossen Chemiefirma, eigentlich parat sind, und dass man dort relativ schnell auch kann sagen, hey, wir haben im Fall auch etwas. Und wir sind eben keine Randregion, das ist natürlich etwas Weiteres. Also in dem Sinn, das ist eigentlich einer der Hauptwünsche, dass man dort wirklich miteinander, Kanton und Gemeinden von der Region Werdenberg, aber auch das ganze Land, dass wir da eigentlich auf dem Weg weiter gehen können. Und dort gehören halt dann zusätzlich noch ein paar Sachen dazu, aber da will ich jetzt nicht zu viel sagen. Das schaffen wir dann im weiteren Verlauf von diesen Entwicklungen. Ich würde dann auch sagen, das mit dem Randgebiet, das ist wirklich immer eine schöne Sache, wenn ein Moderator den Begriff Randgebiet bringt. Wir sind eine attraktive ländliche Gegend. Eben, ich glaube, der Bau, den wir jetzt da von Carlos Martinez und seinem Team haben, der hat ja auch eigentlich genau mit dem, dass er Holz verwendet, hat er auch irgendwo so eine Symbiose zwischen ländlich und doch sehr städtisch. Und das ist auch etwas. Also wir haben äußerst attraktive Wohngemeinden mit ganz vielen tollen ländlichen Angeboten, Natur, Sport und. Und wir als Bux wollen eigentlich so die ländliche Umgebung einfach ergänzen, auch mit einem etwas urbanen Kern. Alles auf kleinem Niveau selbstverständlich, aber attraktiv. Und da bin ich einfach wahnsinnig froh, dass wir zusammen mit dem Kanton, also auch vom Baudepartement her, eigentlich uns da einer Meinung sind, dass wir da wirklich im Werdenberg einen interessanten Cluster für die Zukunft schaffen. Und dabei haben natürlich bewusst die Randregion gesagt, also wenn sie dann einmal in Pension gehen, dass sie nachher können sagen können, sie gibt Buchs entwickelt von der Randregion zum Zentrum von Europa. Das ist ein Gemeinschafts- Spass beiseite. Das machen wir alle miteinander. Ich habe das Gefühl, sie wollen noch etwas sagen. Habe ich da richtig gedeutet? Ja, sonst können sie dann zum Abschluss. Ja, ich komme nachher gerade auch zum Abschluss. Ja, ich glaube, der Dani Gut hat noch mal etwas gut rausgestellt, oder? Wenn wir um die strategischen Arbeitsplatzreserven schwätzen, glaube ich, die müssen wirklich auch gut angebundene Verkehrsachsen, und zwar öffentlichen Verkehr, wie aber auch Individualverkehr, liegen. Ich glaube, wenn diese Voraussetzung gesetzt ist, dann nachher hat man einmal das richtige Gebiet herausgefunden, und dann nachher sollte es eigentlich nur mehr so schwierig sein, sich auf diese Entwicklung können zu konzentrieren. Was die Federführung betrifft, ja Daniel, das hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr auch nicht gesagt, es soll vielleicht eher das VD sein. Heute sage ich als Volkswirtschaftsdirektor, ich habe es einfacher, wenn ich jemanden bei den anderen reinschnorren kann als Querschnittsdepartement. Also ich glaube, wir haben wirklich einen Haufen so Querschnittsthemen, wo wir natürlich uns dann noch sehr gerne einbringen, und ich kann versichern, wir werden uns natürlich auch in diesen Fragestellungen sehr intensiv einbringen. Herzlichen Dank, Herr Regierungsrat Beat Hinnen. Danke euch für die Zukunft, dass Sie sich hier einsetzen für den Standort Buchs, für den Campus. Und herzlichen Dank, Herr Stadtpräsident Daniel Gut. Ja, ich komme zu der Vorstellung von der rangierten Projekt vom Projektwettbewerb Campus Buchs und am Schluss dann mit dem Siegerprojekt. Ja, wir können zum fünften Rang von dem Wettbewerb, das war das Architekturbüro Itten und Brechbühl in St. Gallen mit dem Projekt Eldorado. Wir haben es uns nicht einfach gemacht, es war eine schwierige Aufgabe gewesen. Es war auch eine schwierige Aufgabe gewesen, zum Lösen mit den verschiedenen Ebenen, das haben wir gemerkt bei der Beurteilung, und es hat sich ziemlich von Anfang an, haben sich so fünf Projekte
abgezeichnet und die sind auch rangiert worden. Fünfter Rang ist das Projekt Eldorado. Sie sehen hier links und die Architekten, die da sind, tun es mir gerade verzeihen. Ich habe es ein bisschen blau eingefärbt im NTB-Logo blau, dass die Laien die Situierung besser sehen. Links im Bild sehen Sie die Platzierung von dem Gebäude und rechts eine Visualisierung. Das ist rangiert worden, das Projekt wird einen ganz anderen Ansatz bietet, vom Gebäude in den Platz zu stellen, der nachher auf der Nordseite einen ganzen Platz ergibt. Ich habe hier bei jedem Rangieren kurz eingeblendet einen Auszug aus dem Jurybericht zum Vorlesen. Da verzichte ich aufs Vorlesen, da können Sie da vorne kurz lesen, was das auszeichnet, das Projekt. Wichtig bei dem Projekt war ein anderer Ansatz von Lösung, der einen anderen Platz gegeben hat. Darum haben wir das auf den fünften Platz getan. Wir kommen zum vierten Platz. Das war das Projekt Altum von Gähler Flüeler Architekten aus St. Gallen. Das war ein ähnlicher Ansatz wie das Siegerprojekt, wie das Siegerprojekt mit einem etwas massiveren Turm und einem längliches Nebengebäude und mit einem zentralen Platz auch in der Mitte. Hat rein organisatorisch zwei, drei Schwächen gehabt, darum ist es auch auf dem vierten Platz gekommen. Es ist, sehen Sie hier selber, was geschrieben ist, spannt einen neuen Freiraum auf und spannt sich vom Strassenniveau von Fassade West bis Fassade Ost von den beiden Gebäuden. Das alles können Sie auch nachlesen. Ich tue nachher auflegen das Preisgericht, das ganze Verfasserding, wo Sie können nachher nachlesen, die einzelnen Berichte. Auf dem Rang 3 war das Projekt Loxi, Bürgi Burkhardt von Neuen Architekten aus Einsiedeln. Das sind Kanton Schweiz, die haben natürlich auch dürfen mitmachen, weil die Schweiz auch ein Teil des Trägerkantons ist von der Ost. Das war ein Ansatz, wo ein Nebengebäude sein Restaurant hellblau eingefärbt angesiedelt war und vorne dran auch wieder ein massiver, höheres Gebäude. Also Sie sehen selber, es hat sehr viele Projekte gehabt, die in die Höhe sind, um den Platz auch Charakter zu geben und auch ein Erscheinungsbild zu geben. Da sieht man wieder einen kurzen Ausschnitt vom Jurybericht. Das war ein gutes Projekt gewesen. Das Sockengeschoss hat einen Höhenversatz übernommen vom BZB. Unser Kritikpunkt war von der Jury. Das Restaurant war so wie ein Nebenbau in die jetzige Treppenanlage eingebaut, sodass wie ein Nebenraum erscheint. Am Rang 2 war Ulmus Lewis. Die Projekte können Sie nachher dahinten auch alle anschauen. Von Felix Partner Immobilien. Das ist am Schluss in die engere Wahl gekommen. Das ist am Rang 1 und 2 ist schlussendlich dann relativ knapp gewesen. Das vor allem, weil das ein Projekt ist mit komplett einem anderen Ansatz von der ganzen Lösungsgeschichte. Das Projekt hat nicht einen Platz in die Mitte gestellt, sondern ein Gebäude als Platz in die Mitte gestellt. Das ist komplett ein Ansatz und Sie sehen linker Hand einen Auenwald neben dem NTB von der beiden Langeulistrasse bis vorne an die Werderberger Strasse gesetzt. Und das ist komplett ein Ansatz, der sehr gut ist, der landschaftlich auch sehr gut beurteilt worden ist. Gewisse Schwächen hat nachher in der Ausbildung, aber es war ein komplett neuer Ansatz gewesen und wir meinten, es war auch ein guter Ansatz gewesen. Das war das mit dem Sockelgeschoss und mit dem Pausenplatz. Dann kommen wir bereits zum ersten Rang. Das ist das Projekt Vitus, wie Sie schon auch können in der Presse lesen. Eingangs möchte ich hier noch etwas sagen, was passt zum Ort Campus Buchs. Und auch die Urbanität ist heute schon mal gefallen. Und das ist auch vorher, wo wir teilweise noch in der Jahresversammlung von der Studienstiftung teilweise diskutiert haben und das hat nichts weniger gesagt, nämlich als das Gründerteam, der Carlos Martinez in der Ostschweiz zur Vision 2030 von diesem Jahr. Herzliche Gratulation zum Gewinn vom Wettbewerb, es ist ein tolles Projekt, wir haben Spass daran, es ist etwas Gutes, Innovatives, haben wir auch schon gehört, es ist Holz, das haben wir nicht gewusst, also wir haben nicht geschaut, dass Holz gewinnt, sondern es ist einfach wirklich ein gutes Projekt. Das Gewinnerteam, Carlos Martinez, Architekt aus Bernegg, freut mich auch besonders. Das ist
einen regionalen Architekt, der das Buchs auch schon gebaut hat und sogar hier in der Gewerbeschule ist, also von dem her wirklich regional verankert ist. Ich werde eingangs schnell einblenden, Ausschnitt vom Jurybericht. Das ist städtebaulich, scharf gesetzt Hochbau. In der Mitte dort vom Platz entsteht ein neuer Platz Richtung Norden. Es ist auch sehr gut angeordnet. Das Restaurant hat uns überzogen, wo der Platz herkommt. Die Pläne sehen wir nachher. Architektur und Freinahme, es hat eine Formensprache, die es aufgenommen hat. Konstruktion und Materialisierung in Holz ist konsequent durchgearbeitet. Auch die Holzfassade ist für den Unterhalt, den wir auch angeschaut haben, ist sauber gegliedert. Also sehr eine schöne Sache. Das ist das, was eigentlich uns als Nutzer vor allem sehr Eindruck gemacht hat. Es sind sehr effiziente Grundrisse und kompakte Grundrisse, die auch die Möglichkeit geben von verschiedenen Nutzungen und die auch auf einen finanziell tragbaren Unterhalt hindeuten. Das, wie gesagt, können Sie nachher im Jurybericht auch nachlesen. Den lege ich nachher auflegen. Und jetzt würde ich bitten, der Gewinner, der Carlos Martinez, auf die Bühne und herzliche Gratulation. Ja, danke vielmals, geschätzte Damen und Herren. Wir haben natürlich eine riesen Freude, unser Team und ich, dass wir hier sein dürfen und dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Es ist ein Wettbewerb, der sehr, sehr gut von uns gesehen, sehr gut organisiert war. Ein Wettbewerbsprogramm, das sehr gut vorbereitet war. Wir haben es auch sehr gut gefunden, dass wir den Wettbewerb zwar offen gemacht haben, also dass alle können mitmachen können, auch alle Büros, die zum Beispiel noch nie ein Modell oder einen Campus gebaut haben, auch alle jungen Büros können mitmachen, aber eingeschränkt auf eine Region, finden wir auch sehr gut, auf die Region, die hier ein Bauchnabel Europas ist, da im St. Galler Rindtal. Für uns war es sehr ein wichtiger Wettbewerb. Wir wollten da eigentlich unbedingt gewinnen. Da machen wir natürlich bei anderen Wettbewerben so. Aber hier ganz speziell, und zwar weil ich hier in den Räumen in der Schule bin, weil wir jetzt Buchs Freunde haben, gebaut haben, hier Segli Weinwelt in Buchs. Weil Buchs einen guten Gemeindepräsident hat, den man schon lange, also man ihn schon lange kennt. Aber auch einfach wegen der Region und auch natürlich wegen der Aufgabe. Die Aufgabe, das Wohnen, das Hotel, Motel, die Gastronomie, die interessiert uns immer sehr, finden wir sehr spannend. Und auch das Kreieren von Plätzen und von Ort. Es war aber auch sehr ein schwieriger Wettbewerb gewesen. Sie haben gesehen, was man alles gewünscht hat, was für verschiedene Wohnformen, für verschiedene Bewohner, also sei es jetzt Fachkräfte oder Professoren, Studenten, dann die sogenannten Longstay-Apartments oder Kurzzeit-Apartments für die Industrie und so weiter. Das alles war relativ komplex. Es war auch schwierig gewesen, wegen der Topografie, der Höhenunterschied vom Eingang da in die Gewerbeschule und dann eigentlich der Platz oder die Straße auf der anderen Ebene plus dann wieder auch der NTB-Campus oder der ganze Campus. Topografisch war es schwierig gewesen. Wir haben auch sehr viel wollen. Wir haben das Ganze wollen miteinander verbinden. Wir haben wollen Plätze schaffen, das Mediterrane, wo Sie alle gelächelt haben vorher, wo Daniel gut gesagt hat, das mit der Mediterrane, das hängt eben mit dem zusammen, mit der Urbanität, mit dem Leben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach warme Winter haben wie im Mediterranen, Mittelmeerraum, sondern das Leben. Man ist viel lieber draußen, man will viel mehr zusammen sein und so weiter und nach dem Corona wahrscheinlich noch mehr als vorher, wo man zusammen sein will, mit Vorsicht. Aber da ist es also alles sehr, sehr wichtig gewesen und die Aufgabe ist aber sehr komplex gewesen. Dann haben wir uns auch überlegt, wie schaffen wir es denn, um so ein Icon, um ein Bild zu kreieren von dem Campus. Ein Bild, das ausstrahlt, wo auch eine gewisse Ausstrahlung hat und eine gewisse Botschaft. Was ist denn für eine Botschaft? Und dadurch ist uns eben das Material Holz dann auch sehr wichtig gewesen, weil Holz verbindet auch nur für solche Tradition mit Hightech. So wie man heute Holz verarbeitet, hat auch nichts mehr mit dem zu tun, mit dem Behauen mit der Axt und irgendwie der Baum. Der wird zwar immer noch geschlagen im Wald vom Regierungsrat Diener, aber nachher wird das Holz sehr innovativ und sehr, sehr speziell und mit sehr
spezielle Maschinen und Geräte bearbeitet. Wir arbeiten schon mit Holz seit, ich habe eigentlich die Lehre gemacht in einem Holzbaubüro, wo eigentlich auch Parzellenhäuser gebaut hat. Da ist ein bisschen anders jetzt von der Architektur her, wie das Haus da. Aber auch das Haus ist dann nachher, schafft die Verbindung zwischen dem Gewerbe, also der Gewerbeschule und dem Technikum, indem es an und für sich auf der einen Seite einen Kontrast schafft. Also wir haben uns überlegt, sollen wir da in Aluminium etwas machen, gemauert, betoniert, was sind da, was für ein Material bringt da alle die Aussagen, die wir machen wollen. Wir haben uns dann was für das Holz entschieden als Kontrast, aber auf der anderen Seite ist es dann recht subtil behandelt die Fassade, sodass man der Fassade kann ablesen kann, was die in der Stadt findet. Das habe ich immer sehr, sehr gern, wenn man da kann. Aber auch das Subtile von der Gliederung von der Fassade, von der Feinheit und gleich das Image, obwohl es Holz ist, traditioneller Baustoff, sehr modern und technisch eigentlich daherkommt. Das alles ist uns wichtig, auch die Schaffung von dem Platz. Wir haben auch ganz bewusst das ganz präzise den Körper da so reingesetzt, dass er eigentlich in den Platz, in das Zentrum hineinschaut, aber doch relativ fein und bescheiden und sich nicht selber so extrem ins Zentrum stellt. Wir haben sehr lange an dem gearbeitet und wie es uns da wert war, haben wir auch, als wir das Projekt eigentlich fertig hatten, haben wir die Kosten gerechnet von dem Projekt und haben gemerkt, dass wir zu teuer sind für die Angaben aus dem Wettbewerb. Dann sind wir nochmal drüber. Der Lukas Brachmann, unser Projektleiter, hat da dann nachher nochmal in die Zeck und nochmal schauen und machen, schrumpfen, das Ganze kompakter machen. Und da wird sich sehen, wenn Sie die Modelle anschauen, wir sind auch noch für sich die kleinsten. Also müssten wir eigentlich auch von der günstigsten sein oder vom Budget her eigentlich dort in der Nähe kommen, von dem Budget, wo vorgesehen war. Also Sie sehen, wir haben uns Mühe gegeben, die Mühe hat sich gelohnt und sind sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt da sind und danke auch an die Jury, dass sie das richtige Projekt ausgesucht hat. Jetzt, unser Team, anwesend sind der Lukas Brachmann, wie schon erwähnt, Projektleiter, der das Ganze managed hat, der Matthias Weibel, der mit mir zusammen unser Entwurfsteam leitet, bei uns im Büro, und der Raffaele Falivena, der das Ausführungsteam leitet. Jetzt würde Matthias Weibel vielleicht noch ein paar Worte zusagen, oder? Danke vielmals. Genau, ich höre das, was bisher gesagt worden ist, was erklärt worden ist, es anhand der Bilder, von ein paar Bildern aus unserer Abgabe aufzeigen. Nochmal die Situation, wir haben die Hanflandstrasse, die im Bereich vom Platz, vom neuen Platz aufgehoben wird. Das heisst, das Fahrbahnniveau wird angehoben auf Trottoirniveau. Die Strasse wird aufgehoben, man kommt auf einen Platz, der zwischen der Berufsschule und dem NTB aufgespannt ist. Wichtig, was auch schon gesagt worden ist, die verschiedenen Niveaus. Wir haben das Eingangsniveau von der Berufsschule, das Rundengeschoss höher ist als das Strassenniveau. Und auch das NTB, das schlussendlich auch wieder höher liegt als der Platz selber. Das haben wir versucht, uns im Gebäude aufzugreifen. Man sieht es ein bisschen hier in der Visualisierung. Wir lösen die Niveaudifferenz mit Sitzstufen. Sitzstufen und Sitzstufen gibt es jetzt schon. Wir werden die einfach ein bisschen weiter zurücksetzen und dann schlussendlich auch ins Gebäude reinziehen. Also wirklich sinnbildlich Innen- und Außenraum auch über die Treppen miteinander verbinden. Das sieht man gut auf der Innenvisualisierung. Das ist das Bild, wie wir uns das Restaurant vorstellen. Man sieht den Platz, man sieht Sitzstufen, das Zugangsniveau von der Berufsschule ein bisschen weiter oben, also Geschoss weiter oben, und die Sitzstufen, die wirklich in den Raum hineinlaufen. Das ist auch als zweigeschossiges, zweigeschossiger Raum organisiert. Man lässt klar die Nutzungen am Gebäude ab. Wir haben einen Sockel, wir haben eine übergeordnete Belletage oder Oberetage und auch einen Dachabschluss. Das heisst, die öffentlichen Funktionen sind in diesen zwei Geschossen untergebracht. Ich gehe nachher noch genauer darauf ein, wie genau. Dann haben wir die grösseren Appartements, also Einheiten mit vier Zimmern, in diesen zwei Obergeschossen. Und die restlichen fünf Geschossen sind in den Studios untergebracht.
Ich will gerade hier zum Erdgeschossgrundriss übergehen. Es ist uns immer wichtig in der Konzeption von Gebäuden, dass die Funktionen optimal funktionieren, optimal ablaufen und vor allem auch, dass Synergien entstehen zwischen verschiedenen Nutzungen. Das ist zum einen das Restaurant, das einen eigenen Eingang von der Nordseite her kriegt. Wir haben den Zugang zum Wohnen, auch eine separate Adresse, auf Platzniveau angeordnet für die Wohnungen in den Obergeschoss. Der Mehrzweckraum, auch mit eigenem Zugang. Was dann aber die Synergien angeht, ist es so, dass die rückwärtigen Räume, also die Küche, natürlich sowohl das Restaurant optimal bedient, aber auch jetzt von hinten zum Beispiel möglich ist, den Mehrzwecksaal zu nutzen. Also den Mehrzwecksaal bedienen, der könnte als weiterer Essraum genutzt werden. Man kann sich vorstellen, dass nach einer Veranstaltung sich die Leute dann vorne an der Bar treffen, vom Restaurant, also eine optimale Kombination und Synergie von den Funktionen. Man sieht die Sitzstufen, die da reinlaufen, in den zweigeschossigen Raum. Das ist das Niveau, das erste Obergeschoss, wo dann das Zugangsniveau ist von der Schule. Und wir haben auch hier weitere Nutzungen angeordnet, wo dann hier ein eigens zugeordneten Aussenraum auf der Westseite. Das sind bereits die Obergeschosse, die zwei nachfolgenden Geschosse, wo wir die Vierergruppe haben. Das ist organisiert über einen Gemeinschaftsraum mit Küche und dann zwei Zimmer, wo sich aber eine Dusche und ein WC teilen. Das ist eine Struktur, die wir in den nächsten zwei Geschossen haben. Und dann ganz oben in den Obergeschosse dann die einzelnen Studios, wo durch das, dass wir die Tragstruktur auf einzelne Wände beschränkt haben, also eine Tragstruktur, die natürlich auch durchläuft, optimal organisiert, sind da verschiedene mögliche Möglichkeiten offen, um die Apartments zu organisieren. Sieht das nochmal ein bisschen im Schnitt. Zweigeschossige Sockel mit der Verbindung zum geordneten Niveau. Genau, das wäre es kurz gewesen. Dann gibt es nachher noch Möglichkeiten, dass man von den Plänen noch weitere Details erklärt. Etwas Wichtiges habe ich noch vergessen. Unserem Team ist natürlich auch der Holzbauingenieur, der Birmin Jung, dabei. Der junge Ingenieur, der mit unserem Team war, der Lukas Wolf, der wohnt auch zu Buchs. Und ganz ein wichtiger Part im Team war natürlich der Landschaftsarchitekt, der Martin Klauser von Rorschach, der uns da beraten und geholfen hat und zur Seite gestanden ist für die Landschaftsarchitektur. Ja, wie geht es weiter mit dem Campus Motel NTB? Was sind die weiteren Schritte? 2020 ist eigentlich schon fast vorbei. Wir wollen die Finanzierung nehmen jetzt in Angriff und Projektorganisation und auch Projektüberarbeitung, sodass wir 2021 das Bauprojekt mit der Baueingabe machen können. Und in 2022 wäre das Ziel, dass das Baggeraufahren respektive der Spatenstich ist, sodass man das auch kann bauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, auf das spannende Projekt, wir freuen uns auf die Weitergestaltung vom Campus Buchs und hoffen ganz fest, dass das Projekt auch klingt, da sind wir überzeugt. Der scheidende Präsident, der eigentlich ein bisschen der Götti ist von dem ganzen Projekt, der Karl-Heinz Öhri, hat heute einen Gutschein bekommen zur Verabschiedung für das Restaurant für zwei Personen. Also wir sind jetzt verpflichtet, dass wir das auch bauen müssen. In dem Sinne danke vielmals und ich würde jetzt dem Moderator das Wort übergeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und tun Sie noch die verschiedenen spannenden Projekte, die es gehabt, doch noch anschauen. Merci. Herzlichen Dank auch für alles, was Sie geleistet haben und danke auch für Ihre Ausführungen. Sie sehen, die NTB Studienstiftung hat da sehr einen ambitionösen Zeitplan aufgestellt. Wenn alles rund läuft, können wir also in rund zwei Jahren den Spatenstich vollziehen, hoffentlich dann, wenn wir schaufeln müssen, ohne Maske. Jetzt dürfen Sie einladen, die Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge zu besuchen. Sie können alle 25 eingereichten Beiträge anschauen und studieren. Das übrigens heute bis am Abend um 8 Uhr, wo am Samstag vom 9 Uhr bis am Nachmittag um 4 Uhr und am Montag und Dienstag jeweils vom 7.30 Uhr bis am Abend um 9 Uhr. Sie haben also genug Zeit, um wirklich die Projekte intensiv anzuschauen. Aus bekannten Gründen und weil wir das neue Restaurant noch nicht haben, gibt es heute leider kein Abo, aber geniessen Sie den Abend doch noch, auch
wenn sie das mit der Maske machen müssen, halten sie sich so gut wie möglich auch an die Hygiene und Vorgaben, damit wir da nicht am Schluss noch einen Hotspot von Corona haben. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute Abend gekommen sind, trotz Masken. Ich glaube, es hat sich gelohnt, zum kommen, wenn wir das Projekt anschauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr nachher. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Danke.